Horn ist eventuell. Weiß ich gar nicht. Ich habe die Quest ausgeblendet. Was zum Elben? Sag ich mal. Ja. Farblich alles sehr gut abgestimmt. Machst gerade auch einen sehr fröhlichen Eindruck. Oh, man sieht nicht viel. Oh. Du freust dich gerade sehr, dass du alles gekriegt hast. Ja. Obwohl das immer noch creepy ist mit diesen Haltepunkten. Und blinzeln tust du auch ein bisschen komisch, weil deine Augäpfel so spitz sind und so groß sind, dass wenn du blinzelst, die Mitte der Augen durchguckt und links und rechts. Ja, okay. Passt schon. Passt schon. Also du hast quasi geöffnete Augen, obwohl du die Augen schließt. Du bist echt gruselig. Der Elb sieht halt auch, wenn er schläft. Das, ja, doch, das kannst du. Das ist richtig. Eomir und seine Männer sind noch hier. Ich habe kurz mit ihnen gesprochen. Ich reite falsch. Das kann ich gut. Eomir. Ach, wieder reisen. Geht das jetzt weit oder nicht? Was für eine merkwürdige Geschichte erzählt ihr da? Nee. Ihr seid willkommen, mit meinen Männern und mir auf unserem Weg nach Süden mitzureiten. Ihr seid willkommen, wir reiten mit meinen nach Männern Süden? Und mir auf unserem Weg nach Süden mitzureiten. Ich muss etwas in Schneegrenze erledigen, doch zuerst möchte ich Virgendes Stein sehen. Virgende? Werde ich als nächstes dem Fluch der Vettel erliegen? Hier liegt hier. Erfahrener Gelehrter, der Drevet, der hatte eigentlich auch noch eine Quest für uns. Hört Eomirs Überlegung am Stein zu. Bin ich zum Sterben und Rohan zum Leiden? Verdammt, nein. Werd angegriffen. Aufsitzen. Oh. Was? Nee. Was? Aufsitzen? Nee. Ja, friss Bienen. Aufsitzen. Korodan bleibt erstmal stehen. Einfach stehen. Gut. Cool. Einfach ein paar Bienen drauf. Das tickert ja ganz gut. Klub. Wollte Lexi auf einmal keine Gegner da, auf einmal steht sie direkt in dir. Jetzt, go, dann, let's go! Bloß nicht zu schnell! Na komm. Na komm. Achso, der reitet weg. Ja, dann du, kriegst du die Bienen. Bitteschön. Tada! Muss mich gar nicht bewegen, groß. Sehr schön. Bei mir verschwinden die Gegner, wenn wir lösen sich in Luft auf, plupp, sind sie wieder da, plupp, sind sie wieder weg. Was? Nee, ich komme hier gar nicht vorwärts. Lass dir Zeit. Kein Stress. Du aber. Ja, ich will auch einmal eher Vielen fertig Dank sein. Für eure Hilfe, Freund. Trifft Eomir in Schneegrenze. Südwärts nach Schneegrenze fortzusetzen, wenn ihr es seid. Hey. Ja, ich bin schon fertig. Achso. Au! Ist hier mitten ein Gegner geportet, der macht. Oh, oh, der macht ja Schaden. Hilfe. Bin da. Bin da, bin da. Ich will auch mal Captain sein, du bist ja hier Captain. Oh. Was ist denn das?
Eventuell hat er viel Schaden gemacht. Nur eventuell. Nur eventuell. Oh, das wird so nix. Leck, leck, leck. Schön. Heidig. Kann ich auch mal ganz schnell in die Gruppe einladen. So, besser. Hab mich lieber wieder in Schwarz angezogen, sieht besser aus. Na gut, die sind 2 Stufen höher, das ist schon nicht ohne. Merkmal auf tödlich, dann das schon. Das merkst du ganz schnell. Also eine Stufe ist okay, aber 2 und das ist es noch nicht alles an Equip auf aktueller Stufe, das merkst du sofort. Okay. Die Quest ist aber für Stufe 83. Die Gegner hier sind 84. Wo sind wir jetzt hier? Ach, sind wir hier hin? Ach, so, jetzt sind wir im nächsten Gebiet geportet. Mhm. Genau, wir sind ins nächste Gebiet und wir müssten jetzt nach Garsfeld erstmal ganz kurz runter. Da könnten wir den Reitpunkt holen und dann gehen wir nach Schneegrenze. Da gab es, glaube ich, einen Port, den man sich holen kann, oder nicht? In Schneegrenze, ja, gibt es einen. Genau. Den was davor nicht? Kriegt man nicht, weil man keinen Ruf hat für die Fraktion, wo wir davor waren. Davor gibt's keinen. Es gibt nur Schneegrenze als Port. Ja, aber wo wir es davor gequestet haben, da gab's doch was zu kaufen, aber du hast da keinen Ruf, weil die Fraktion nicht levelst. Ach so, Also, soweit ich weiß, gibt es nur den Sudhofen-Ruf. Also, es gibt noch anderen Ruf, aber ich konnte da nur für den Sudhofen-Ruf was kaufen. Das ist das Problem. Was zum... The fuck? Sitz ab. Bitte, ja, danke, sitz ab. Alter Schwede, was war das denn gerade? Ich grüße euch, Freund der Rohirrim. Eure Hilfe ist willkommen, boah. Freund. Das leckt gerade übel. Wird bereits verwendet. Seid herzlich willkommen, mein Freund. Ich kann nicht mit ihr reden. Ich dachte, ich könnte wenigstens den Port jetzt nehmen oder den Stallmeister für Schneegrenze, aber... Nee. Eure Hilfe ist willkommen, Freund. Okay, ist aber nicht freigeschaltet. Dann müssen wir so reiten. Dann gehen wir jetzt mal runter und in Schneegrenze können wir mal gucken, ob wir den Port dann irgendwie schon kriegen, weil man brauchte nur die erste Stufe und konnte dann den Port holen und du konntest auch gleich die Rezepte holen, aber ich habe die ja alle, wenn dann, auf einem Twink. Also Rezepte würde ich jetzt nicht unbedingt kaufen. Ich würde dann, glaube ich, eher... Na, Instanzen gab es hier nicht wirklich. Gab es Instanzen? Ja, Limklar-Schlucht und so, ne? Hier, Wurzeln des Fangorn. Auf Biele sind momentan auch sehr böse Lags. Okay, krass. Ja, wahrscheinlich, die, was den Stream gestartet haben, stürzt alles ab. Also ich glaube auch, jetzt gerade ist irgendwie Action, weil die einen Stream gestartet haben. Ich weiß gar nicht, wo der spielt, der... Die brauchen Ressourcen für einen Stream, damit den Spieler gleich... Achso, die haben direkt alles abgeschaltet oder runtergedrosselt, gedrosselt. So, ihr spielt jetzt nicht, ihr schaut jetzt unseren Stream. Fertig, aus. Ich weiß gar nicht, wenn die, wenn hier Corduan spielt, auf welchem Server der eigentlich ist. ...265 Zuschauer. Ich wechsle mal kurz auf einen Lotro-Stream. Mach mal. 1, 2, 3, 4 Leute sind das in den Entwicklerletter. Orion mit... Und da noch... Was machen die da? Stehen am Missionstisch, okay. 200 Zuschauer, also Wahnsinn, ist der Rekord. 272. Wow, das ist Rekord. Unterstützung? Naja, sind zu fett. Es geht um 39, das Update. Ja. Was ist denn das hier? Das sind so Missionstisch bei Horn. In Anak Khufu. Ach, das ist jetzt Delphings dort? Was ist das? Delph Deepest Weekly. Da kannst du die Wochenquests annehmen. Okay. Weil Horn ist doch eigentlich... Horn? Der Horn?
Der Zwerg, na, Horin, der Zwerg. Ach, Horin, der Zwerg, okay. Ich dachte Horn. Horn? Getränkezielwerk nutzen. Verschiedenes. Okay, ich glaube, den muss ich mir dann doch mal anschauen. Im Nachhinein. Appell in Schneegrenze, genau. Rückkehr nach Schneegrenze. Es gibt eine rohirische Angelroute. Acht auf Fischerfertigkeit. Wahnsinn. Was kann meine? Krieg's raus. Fünf. Okay. Wow. Ach, das ist dann schon richtig gut. Wie sieht die denn aus? Verschiedenes? Ganz normal. Die hat keine Verzierung. Doch, die hat hier oben so ein Bändel so drum gewickelt und da unten auch. Aber sonst nichts Besonderes. Es gab doch hier gerade legendäre Gegenstände. 27.000. Ich nehme mal zwei. Braucht man erstmal einen ganzen Ruf, oder? Ja, Blau brauchen richtig. Dass diese Lifetime-Mobber die neuen Besitzer? Was? Was? Ich habe eigentlich was eingetauscht, aber... Du hast schon Ruf, dass du es eintauschen kannst? Ja, die... Nee, ich habe jetzt einfach bloß so eine Vermächtnisrune wollte ich eintauschen, aber irgendwie passiert nichts. Die Angelkunde sollte mal man holen. Nicht leichtfertig bereisen. Das passiert immer nichts. Brauche ich nicht, ich nehme meine, die ich hergestellt habe, die reicht. Ach ja, die Schilder waren ziemlich geil hier, stimmt. Und die ganzen Rezepte. Für einen Hauptmann, das sah schon nice aus. Und diese Axt, die sieht auch richtig cool aus. Für 85, also die brauche ich definitiv beim Juwe. Ja, die Eimerrezepte, die hole ich mir dann über ein Dings. Benötigt ihr unsere Unterstützung? Ich hole sie mir über Dings, Gilde. Weil wenn ich mir die einmal kaufe, das brauche ich ja dann nicht. Die Einmalrezepte sind das zum Scheiße. Kannst du 1000 mal kaufen? Wanderer sollten sich immer gut ausrüsten. Ohanring zum Tausch. Goldener Ring. Maximale Voraussetzung Verwandter. Hahaha, na klar. Bis dahin sind wir hier weg. Ach ja, dann braucht es Sonnenstrahl, Sternblüte, Lindwurmfeuer. Genau diese Items. Ich glaube, das hat keine Sau mehr gefarmt seit Urzeiten. Der ledierte Ring. Davon haben wir ein Item da, das droppt in Isengard. Dann kannst du einen angelaufenen Rohan-Ring herstellen. Hier war Schmuck, der war gar nicht schlecht. Ich glaube, das Ding hier war nicht verkehrt. Däh. Und die Ringe auch. Ich hatte auf jeden Fall mit irgendeinem Charakter hatte ich hier was. Da muss man nämlich nur Stufe 83 sein. Mhm. Und grünes Set, was du holen kannst. Ja. Ja. Toll sieht's jetzt nicht aus. Nee. Nun zu den anstehenden Angelegenheiten. Auch lieber so rum. Ich will wissen, was in Schneegrenze wirklich vor sich geht. Das ist cool. Noch schnell aufwerten. Das ist 112. Das geht echt schleppen voran. Aha. Oh. Okay, also den Port können wir noch nicht holen, weil wir... Wir reisen schnell. Doch wir werden euch nach Kräften unterstützen. Nicht wirklich was haben. Und, genau, wir müssen vor allem bekannter sein. Aha. Ja, aber ich kann dir ja mal die Tränke hier geben. Sind das die? Ja. Genau. Okay. Sprecht mit Grimstan in Schneegrenze, das ist der da. Kann ich die da mal rausschmeißen, verkaufen für Stufe 70. Was macht ihr in Schneegrenze? Jomir. Das hatte ich befürchtet. Beschafft Speere von Mordor Korrumpierern und beschafft Feuerkessel von Wagreitern. Aber binden sollten wir uns hier. Wo ist dieser Scheiß auf das Stein? Das wäre erstes Mal machen. Ja, wir müssen Richtung Waldstrow.
finden. Okay. Ach, das ist auch noch ein hoher Höhepunkt. Genau. Werdet ihr den Pferdeherren beistehen? So. Müssen wir mal ausprobieren, ob das funktioniert. Okay, ja, könnte man auf jeden Fall machen. Also zumindest hat es ja damals geheißen, als sie das vorgestellt haben, dass derjenige, der auf Stufe spielt, es gar nicht merkt, wenn der andere nicht auf Stufe spielt. Ja, okay. Was mir zwar nicht vorstellen kann, wie das dann funktionieren soll, aber... Ich auch nicht. Ha, just in time genommen, aber sowas von direkt. Ha, ha, ha. So, mal Bienchen. Da drauf nehme ich gleich die Verdachtet. Und wird abgemountet. Geilo! Ja, dann perfekt für uns. Umso besser, stimmt. Im Wasser sitzt die ab. Das müssen wir uns zunutze machen. Oh, der ist ja auch dusselig, ey. Der ist reingeritten, abgesessen. Jetzt geht er. Er geht jetzt den Berg hoch. Das ist die KI, ey. Fail. Okay, dann würde ich sagen, diesen Reiter da hinten, den ziehen wir auch hierher. Na, ich hol den mal. Ich hole ihn mal. Ja, der geht freiwillig ins Wasser. Hier, warte. Mit. Na komm, na komm, na komm. Oh, sehr schön. Jetzt gehen wir wieder raus. Dann schmeiß halt. Jetzt ertrinkt er, genau. Oh, schade. Hast du keine Punkte gekriegt, weil er ertrunken ist. Nicht durch dein Verschulden, sondern weil er ertrunken ist. Wieso das denn? Ja, zählt nicht. Aber. Er zählt nicht. Okay. Der auch nicht. Weiter runter. Jetzt laufen wir aus dem Gebiet raus. Da ist aber einer, der hier Ashdurub entdeckt. Hä? Ist das gemacht? Hm? Was? Der ist abgesessen. Der hat mich gesehen, hat er Angst vor dem Elben und ist abgestiegen. Das macht dann aber keinen Sinn, wenn er Angst vor dir hat. Dass er reit, die es abkaut und er ist runtergeschmissen. Ach so, ja, das macht Sinn. Okay. Läge. Ich glaube, auf den Äckern hier, auf den Feldern sind welche. Ja. Okay, der verdottet. Aha. Hier ist der nächste. Die Höfe. Was will der jetzt hier? Okay. Ich ziehe meinen Reiter weg. Mann, hör auf, irgendwas ins Ziel. Das gibt's doch gar nicht. Ich will mich heilen. Der nimmt irgendwas immer ins Ziel jetzt. Soll er lassen. Ich klicke schon hier auf den Rasen rum. Gibt's doch gar nicht. Ich nehme die Verderbtheit jetzt.
Boah, was war das denn? So. Hilfe! Wow, so einen Effekt habe ich noch nie gesehen. War bestimmt nicht so gewollt. Okay. Den brauchen wir noch. Bild. Verderbtheit nehme ich. Na komm. Bienchen jetzt. Oh. Bienen war eventuell Flächenschaden. Upsi. Beo-Ups. Kleines Beo-Ups. Der riesen Bienenschwarm. Ja, oder? Das war doch früher auch nicht so groß, oder? Bei manchen Viechern skaliert das ganz komisch. Passt sich überhaupt nicht der eigentliche Größe des Gegners an. Was ist das für einer? Korrumpierer. Das passt. Den brauchen wir. Bei mir leckt gerade alles. Standbild geht gar nichts. Oh oh. Oh, jetzt hat er geschossen. Ja. Ja, er hat auch die Bienen drauf, aber irgendwie passiert nicht viel jetzt. Was sind das für Effekte? Splash und alles grün. Mhm. Das ist jetzt irgendwie dieses Feld. Das macht jetzt Gift. Auch was Neues. Ja. Das ist ein grünes Feld, warte. Oh, grünes zu spät. Feld war doch eigentlich früher mal, wo es sich dann selber kalt hat. Ja, jetzt ist es so ein Gift, ja. Und ich, du hast irgendwie so ein Gähnen drauf, dann. Warte, ich bleib mal stehen. Okay, vergiss es. Dann nicht. Ich wollte es jetzt gerade zeigen. Mann. Ja, dann bleib doch da hinten. Lauf noch um den Stein, ums Haus rum. Nicht hinterherlaufen, sonst läuft er ja immer weiter. Bleib stehen. Warte, Verderbtheit nehme ich. Alter, das ist ein... Nee, die KI, ich werde es nie verstehen. So, den noch. Mhm. Ich stell dir mal vor, du würdest mit dem Laggy Horse versuchen, da hinterher zu kommen. Ey, never ever, du hängst im Zaun, du stehst auf dem Dach. Aber da hast du... Okay, das klappt. Nee, das müsste jetzt brennen, oder? Ja, das müsste brennen. Ich glaube, das war auch so ein ganz bisschen grün. Supi, bring die Waffen weg. Rinder reiten, oder? Und den Reitendonner holen. Richtung Waldstrow. Ja, stimmt, wir könnten dahin. Wenn wir schon da hinten sind. Da, da. Da oben ist Hütbold. Hütbold. Jetzt sind die Sounds voll leise vom Spiel. Hm. Stallmeister war doch da oben, ja. Seid herzlich willkommen, mein Freund. Juhu. Und jetzt müssen wir zurück nach Snowborn, ne? Gut. Ah, ja. Willkommen, mein Freund. Müsste es nicht Border heißen, weil Schneegrenze? Ne? Wie heißt es bei dir? Snowborn, also Schnee geboren? Ja. Aber ja, es heißt doch Border.
Zarba. Was ist das für eine schlechte Übersetzung? Hier sind wieder drei von der Tanke, die haben auch nachher alle Quests. Hervorragend. Das wird Greve Fastre zeigen, was seinen Leuten vielleicht sprecht und trainiert mit einem Dorfbewohner von Schneegrenze, trainiert einen Angehörigen der Landwehr und trainiert einen Veteranen von Schneegrenze. Einer steht auch irgendwie hier ums Eck. Mit Kali. Ma! Ist so. Es heißt dann eigentlich Snowboarder. Schneegrenze. So. Ja. Habe ich jetzt einfach beschlossen. Das ist die richtige Übersetzung. Ach mal, der hält aber was aus. Ach so, warte mal. Es müsste ein rotes Feld sein. Ja. Ah, das war ein rotes Feld. Du meintest, sag mal, und der Wunsch der ungleichen Super... Oh, ungleichlichen Super Giga Jule ist mir Befehl. Deswegen hat er Ma geschrieben. Ma, sag mal, Ma. Okay, okay, Red Kali. Alles wird gut. Irgendwann wird es besser. Glaube ich nicht. Vielleicht werde ich euch überraschen. Vielleicht wird er mich überraschen, hat er gesagt. Da bin ich ja gespannt. Was? Selbst der hat vor der Update. Hoho. Na klar. Gift? Nee. Wieso kommt denn jetzt dieses Giftfeld nicht mehr? Das verwirrt mich. Hat man doch die ganze Zeit. Der andere ist auf der anderen Seite. Ich nehme das Pferdchen. Was? Wie ihr Magnifizienz meinen. Was? Magnifizienz? Was ist das denn bitte? Oh, Jule Lichtgestalt des Twitch-Universums. Genau. Des Twitch-Universums. Ja. Ich bin eigentlich völlig underrated. Eigentlich müsste ich tausende Zuschauer haben. Ich verstehe das selber nicht. Warum? Warum das eigentlich so ist? Oh, das ist Signature. Lasst uns sehen, was ihr könnt. Oh, zwei Felder. Jawohl. Hm. Oh, jetzt schieße ich auf die Trainingspumpe. Alles klar. Was? Nein! Jetzt müssen hier Trainingspumpen stehen. Oh. Au. Was? Na, na, Pille alle. Ich glaube, Trucker Kai findet das auch merkwürdig, dass Red Kali so sehr geschwollen schreibt. Hat schon seine erste Cannabispflanze im Garten. Ich dachte gerade, die hat er schon Intus. Ja, das auch. Also richtig gut drauf. Alle. Oder hier meine Leck mich am Arsch Tabletten, wo. Also da bist du wirklich gut drauf, aber du checkst halt nichts mehr. Dann, wenn ich diese Tabletten nehme, dann schreibe ich genau so wie Red Kali. Genau so. Ich sah, wie Eomir vom Gespräch mit Greve Fastrid kam. Definitiv. Er sah nicht glücklich aus. Wie oft ich meinem Zahnarzt schon gesagt habe, dass ich ihn toll finde und voll mag. Oh, ich will wieder reisen. Sie sind so ein netter Mann, ich mag sie voll. Und ich so, okay. Fastrid ist ein Narr. Wir müssen sofort nach Edoras zurückkehren. Huch. Wir werden uns mit meinem Onkel Theoden beraten. Theoden. Und er wird das Problem mit Fastrid lösen.